So, tut mir leid, es ist gerade ein bisschen hängen geblieben. Aber wir machen direkt weiter und gehen in den Käferwald. Wir gehen hin. Und auf ein neues. Jetzt ist die Frage, haben wir... haben wir Kokons oder nicht? Lea, 12 Kokons haben wir. Okay. Soll ich nochmal wissen? Wir gehen jetzt auf den Weg wieder in den Wald. Und schau mal, was es diesmal hier so gibt. Wir gehen wieder den gleichen Weg. Ich möchte erstmal alle Wege abgehen. Speichern ist eine immer tolle Sache. So, und jetzt können wir so, das war auch schon drauf, dieser komische Kreisstreifen. Sieht aus wie so ein... Ja, ist das Ding immer auf dem... auf einer Flasche, dieser Kronkorken. Hier waren wir auch schon. Ach, hier ist ein Säckchen auf einmal. Was ist da wohl drin? Ein alter Sack aus grobem Gewebe. Hängt zwischen Efeublättern fest, die einen Felsbrocken bedecken. Schablikör auf. Also man findet auch anscheinend Sachen im Wald immer, ab und zu mal. Es ist ein roter Scab. Wir können auch weglaufen vor denen. Ist aber nie leicht. Ein Patalschuh. Den fange ich mir ein. Es gibt einen neuen Punkt, der heißt mich rufen. Aber wenn wir merken, der ist zu stark, dann... Das Problem wird halt sein, wir müssen die fangen und die verkaufen. Ich werde aber nicht jeden verkaufen können. Alter, übertreib mal. Wir versuchen ihn zu fangen, weil ich Angst habe, ihn wieder zu töten. Und schauen, ob dieses diesmal klappt. Jawohl. Wir haben uns gefangen. Noch 11 Leuchtkäfer. Hier Kokons, 11 Kokons übrig und 12. Werden anscheinend immer automatisch aufgefüllt. Letztens waren wir links, also wir erkennen es immer daran, wenn der Weg frei ist. Der Weg wird aber nicht immer frei sein, sondern nur so ein paar, was sag ich mal, ein paar Tage. Hier waren diese blauen Dinger, die so Angst hatten. Jetzt sind hier auf einmal andere da. Es ist ein Lilanes diesmal. Und gucken wir mal, was das für eins ist. Ah, Patasch. Jetzt ist es nicht ein Wasser, sondern ein Feuerwesen. Interessant. Das werde ich mir jetzt auffangen. Das kann echt guten
was war das? Ungefähr so ein Feuersturm oder sowas in der Art. Werden wir es fangen? Oder wird es entwischen? Ich weiß gar nicht, ob die auch flüchten können. Hopp, komm schon. Geh rein. Jawohl. Wir haben es gefangen. Es wird nicht einfach. Wir waren noch nicht weiter als so. Doch. Aber kann man auch hier. Also man kann nur geradeaus. Ist da vorne ist auch so ein komisches Wesen. Es sind zwei Squad. Ich glaube, es wird Zeit. Den Parteimel zu rufen, weil er kann beide schwächen, hoffe ich. Das erste Mal, dass ich ein Wesen rufe. Special ist das, Magie. Medina. Ich mach mal Abwehr. Ich will mal wissen, was die machen. Wir greifen es mal an. Ist ziemlich stark, was wir hier. Oh, wir wurden vergiftet. Ah, scheiße. Oh, ausgewichen. Gut. Magie. Wir heilen uns. Ach, das ist als Magie bedeutet. Also zu bezeichnen, ja. Vergiftet uns zwar, aber ich weiß nicht, ob wir beide fangen können. Anscheinend nicht. So, wir haben nicht genug Mana. Aber macht nichts, wir können ja weiter angreifen. Aber was passiert, wenn unser Monster stirbt? Ist es dann für immer weg oder? Ich glaube nicht, weil es war zu fies. Wir wechseln zu Scap. Wir wechseln dich ein. Alter, was für eine Fresse da dran hat. Ohren. Oh, wie viel Schaden, ey. Unser Scap hat nur Stufe 2. Wir greifen jetzt noch den linken an und dann fangen wir beide. Ich weiß gar nicht, ob das auch geht. Greifen wir noch den an und dann fangen wir die eine. Genau. Wechseln wir. Jetzt ist meine
Natürlich muss ich erstmal einstecken. Fangen. Ich guck mal. Ja, wir können einfangen. Pro Runde. Und dann fangen wir den anderen auch noch. Ich glaube, der kann vergiften oder sowas. Gibt es bestimmte Beschreibungen dazu, was diese Magiesachen generell können? Den fangen wir uns jetzt auch noch. Wenn wir die Chance haben. Und ich hoffe, wir fangen ihn auch. Damit wir weiter in den Wald können, also tiefer in den Wald können. Komm, lass dich fangen, bitte, bitte, bitte. Jawohl. Wir haben zwei von der gleichen Art gefangen und die können wir fusionieren und so. Mit weiteren, die wir... Ach, eine große Walnuss haben wir bekommen. Status. Wer war das? Der Parteimel war das. Der hat Magie. Ach, da steht das. Okay. Bring einen Teil der Gesundheit zurück. Ah, das war das. Familie. Details. Also er ist sehr schnell. Okay, das war's. Wir können weiter. Liefer. Da ist ein Schlüssel. Okay. Wir müssen weiterkämpfen. Bin mal gespannt, was das für ein Schlüssel ist. Wir können uns natürlich auch zurückziehen. Wir rufen Parteimel. Ah, er regeneriert anscheinend Magie, Mana. Aber wir heilen uns erstmal, weil es erstmal sinnvoller ist. Wollen wir generell angreifen. Wir machen gar keinen Schaden. Es besteht auch immer eine Chance, dass er uns vergiftet. Ach so, doch, das Quad oben links ist. Ich dachte... Also dank hat er uns nicht vergiftet. Okay, das reicht. Jetzt fokussiere ich mich auf den anderen. Aber ich habe noch nie... Wesen, ich glaube, es gibt Wesen, die beides haben, also wild sind und beides haben. Und jetzt hole ich mir den noch. Einmal vier Stück von denen, wenn alles gut läuft. Ich glaube, die regenerieren sich auch ein bisschen. Mit der Zeit. Das finde ich gut. Und jetzt wechsle ich und fange mir die wieder. Wechseln. Ich wechsle mich ein. Fangen wir erstmal den da ein. Ist eigentlich Wurst, wenn ich wen, wenn ich wen einfange. Hauptsache, ich habe sie eingefangen.
Und klappt es diesmal? Nice, wir haben es gefangen. Jetzt muss ich noch das andere Squad fangen. Ah, ich glaube, Fangenstufe hat auch was damit zu tun, welche ich fangen kann. Also welche ich zum Beispiel Fangstufe 4 habe. Und ich kann kein Stufe 5 Monster fangen, glaube ich dann. Da brauche ich eine höhere Fangstufe, glaube ich. Das ist nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das auch so ist. Komm, fang es, bitte, bitte. Jawoll. Stell mal vor, es geht wirklich. Du gehst in den Wald, fängst dir einfach so einen Bären mit so einem Korn und dann hast du den einfach. Das wäre mal geil. Da ist ein Schlüssel. Nein! Skelettschlüssel aufgenommen. Da muss für irgendwas gut sein. Doch, okay, die regenerieren sich wieder. Nur ich nicht, weil... Ah, man kann es auch gucken, was es ist. Okay, das wollte ich mal... jetzt kommen wir langsam rein in das Spiel. Wie was funktioniert, weil... Ich dachte, es ist nicht gut genug erklärt oder so. Aber es ist schon erklärt, das kann man sagen. Das haut ganz schön rein, das Viech, ey. Ich glaube, das Ding hat gute Stats. Einmal können wir noch. Jetzt bin ich tot. Was passiert jetzt? Ich komme. Okay. Dann fange ich den und den anderen lasse ich einfach weg. Oder ich fange ihn auch ein oder so. Ich weiß nicht. Verkaufe ich einfach den schlechtesten. So zwei gleiche zu vereinen ist nicht immer gut. Also... Kommt drauf an, welche man hat. Ich sag, wenn wir die einfangen, können wir die verkaufen. Das ist unsere Geldquelle. Kann man sagen. Wir rufen ein paar Teimel. Aber damit das stärker wird, unser Monster, müssen wir auch töten. Aber mir geht es ja eigentlich darum... Greifen trotzdem nochmal an. Jetzt wechseln wir ein und fangen das. Am Anfang ist, glaube ich, immer besser, wenn man erstmal viel fängt und dann am Ende einfach die tötet, weil dann levelt man besser.
Also mit meinem Charakter kann ich nur fangen. Wenn ich fange, level ich. Und wenn ich besiege, level ich wahrscheinlich auch noch. Sieht aus wie eine Schlange so ungefähr, ne? Der Anfang ist, sieht zwar leicht aus, aber es wird echt noch knackiger, die Stellen und so. Status. Können wir ihn wiederbeleben? So, ne. Nutzen. Sharplicker ist so gesehen. Große. Was kann man mit dem machen? Schlüssel für Schatzdrohnen ist das. Einmal. Ah. Druckwurz können wir hier auch nicht anwenden. Machen wir mal bei uns. Hier haben wir gefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir fangen einmal ganz schön viele. Wir können noch 4 fangen. So. Möchte ich gar nicht so. Wir gehen jetzt mal weiter. Gibt es bestimmt immer noch eine Kiste oder so.